Hallo, ich bin Wolfgang Link. Ein herzliches Willkommen in Frankens Meerregion. Heute bei den Steigerwälder Schwarzerlee im Leimbachhof beim Johannes Buchner. Und was es da alles zu sehen gibt, seht ihr gleich im Anschluss. Johannes Buchner, servus. Grüß dich, hallo. Ich habe gesehen, dass deine Steigerwälder Schwarzerlee Freiland gehalten werden. Was ist denn da das Besondere an deinen Steigerwälder Schwarzerlee, das ich gelernt habe, dass du so hast? Das hast du jetzt eigentlich schon gesagt. Das ist wirklich diese Haltung, dass die das ganze Jahr draußen sind, Sommer und Winter. Wir haben jetzt gerade Winter, das heißt, es wächst auch nicht so viel. Und im Sommer haben die auch Gras und was hier auch wächst. Und die können wirklich nur in ihre Hütte rein. Die haben kleine Hütten, wo sie reinkommen. Ansonsten können die sich frei bewegen, können raus und rein, wie sie wollen. Können im Dreck wühlen. Und das ist eigentlich das Schöne, das ist eigentlich das Besondere. Und das, was denen auch den besonderen Charakter auch vom Fleisch her dann gibt. Diese Bewegung, wo sie auch haben. Ja, voll krass. Aber wenn du jetzt hier, haben wir Erde, was fressen denn die? Also die kriegen hauptsächlich eigenes Futter von unserem eigenen Betrieb auf Getreidebasis mit und Leguminosen als Eiweißfutter auch mit. Mhm. Das, was sie hier auf dem Acker finden oder auch im Wald, ich habe noch ein Waldstück auch, das sind dann so eher so wie bei uns so eine Beilage, so ein Salat oder mal so ein paar Würmer zwischendurch oder Eicheln. Also die sind ja sehr aktiv. Ja. Sind die immer so lebhaft oder warum ist es so? Also dass die so neugierig sind und so aktiv sind, zeigt eigentlich auch, dass sie gesund sind. Das ist ein Zeichen auch, dass es gut geht, dass sie keinen Stress haben. Cool. Johannes, was mich natürlich auch noch interessiert, wenn du das Fleisch auch von diesen Freilandschweinen anschaust, gibt es da einen Unterschied, wo du sagen würdest, Mensch, das ist das herausragende Merkmal von den Schwarzerlee? Das siehst du vielleicht auch selber, wenn du das in der Hand hältst. Das ist tatsächlich ein dunkleres Fleisch, das auch marmorierter ist. Und dadurch, dass sie sich so viel bewegen, ist es kerniger im Biss auch. Das heißt, man hat im Prinzip ein kleineres Stück Fleisch, wird davon eher satt, weil es einfach auch vollmundiger ist und füllender auch ist dann auch, ne? Weil einfach die Muskeln kompakter sind. Und das kommt durch diese Bewegung, das kommt gar nicht so auf das Futter, sondern es ist wirklich diese viele Bewegung, wo die auch haben. Da kommt es her. Cool. Ja. Mensch, das ist ja wahnsinnig viel, was du jetzt erzählt hast. Ich würde natürlich jetzt wirklich gern mal sehen, wie das Fleisch ausschaut. Ja. Und ich habe auch mitbekommen, in deinem Hofladen hast du ja schon verarbeitete Sachen. Ja, da machen wir auch Würste selber, ja. Ja, und da bin ich jetzt dann ganz besonders gespannt. Jetzt haben wir ja gesehen, wie deine Schwarzerlee draußen im Freiland leben. Mhm. Und jetzt will ich natürlich, mich interessiert es brennend, was du für tolle Produkte hier schon vorbereitet hast. Und ich habe schon gesehen, du hast für mich fränkisch Gräuchere Bratwurst und einen Schinken vorbereitet. Ja, genau. Die verkaufst du so? Die haben wir so im Verkauf, ja. Wir machen die auch alle selber. Also wir lassen die bei uns mit Naturgewürzen und mit die einreiben. Richtig mit Trockensalz und auch nicht mit Bügelsalz, sondern wirklich mit normalem Kochsalz. Mhm. Und haben damit eigentlich ein natürliches Produkt von vorn bis hinten. Die Schweine sind draußen. Ist eine alte Rasse. Ja, und dann haben wir nur Naturprodukte in den Gewürzen drin. Ich habe einen Vorschlag, was wir aus deinen tollen Produkten machen. Zum einen wirklich, was wir halt fränkisch machen können. Wir machen ja gerne eine fränkische Brotzeit. Ja. Und ich habe mir gedacht, nachdem du ja hier auch noch ein tolles Holzofenbrot hast vom? Von den Bettlein aus Baudenbach. Die machen das noch selber. Also wenn das einmal nicht Hofladen ist, der regional anbietet, dann weiß ich auch nicht. Das heißt, wir haben auch noch regionales Brot da, sodass wir auf unserer Festspeiplatte, die wir jetzt dann machen, dass wir dann wirklich ein schönes Schinkenbrot machen mit frischer Butter. Mhm. Und zu den Gräuchern Bratwurst würde ich dir gerne was zeigen, was ein bisschen außergewöhnlich ist. Okay. Zwar Meerrettich, ja. Aber wir machen den Meerrettich mit Frischkäse und frischen Kräutern. Und das zeige ich gleich. Okay, dann bin ich mal gespannt. Du bist ja hier jetzt die helfende Hand. Ich hoffe, vielleicht kannst du das zukünftig dann auch mal anbieten in deinem Hofladen als selbstgemachte Frischkäse-Kreation. Wir brauchen dazu ein Glas. Mhm. Und wir haben den habe ich schon ein bisschen weich gerührt, einen Frischkäse. Okay. Den geben wir auch da rein. Mhm. In so ein Einwegglas oder Einmachglas, Bügelverschlussglas, Schraubglas, was man auch immer zu Hause hat. Dann kann man das nämlich auch gut vorbereiten. Jetzt ist es ja wichtig, wir brauchen dazu einen frischen oder in dem Fall einen vorbereiteten Meerrettich. Und bei dem Meerrettich, du darfst jetzt schon mal rühren, jawohl, Johannes. Geben wir etwa drei. Das Rezept werden wir natürlich an das Video anpacken. Der kommt ja übrigens auch hier aus der Gegend, ne? Das ist von der Marga. Die macht ihn auch selber, ne? Das ist auch ein Bauernhof. Naja, also hier aus der ersten. Ich sag ja, Regionalität wird hier groß geschrieben. Unbedingt. Wichtig ist, dass wir hier jetzt frische Kräuter reinmachen. Mhm.
Dazu nehme ich einen Schnittlauch, weil der ist ja bei uns mehr wie heimisch. Schneide ihn ein bisschen klein und den geben wir jetzt da rein. Und du darfst nicht so verrühren, das ist jetzt die größte Kunst, den da reinzubringen. Jawohl. Aber schau her, das hat auch ganz gut funktioniert. Ja. Das kannst du schon mal unterrühren. Aha, aha. Und dann geben wir ein bisschen Kräutersalz rein. Aha. Und da dürfen wir richtig viel reintun, das darfst du auch mal unterrühren. Ja. Und weißt du, was ich besonders gern mag? Na. Das ist eine frische Komponente in so einem Kräuterquark. Ja. Und deswegen habe ich eine Tomate hier vorbereitet. Aha. Mache ich aber nicht die ganze Tomate rein, sondern ich schneide hier das Kernhaus raus, schneide kleine Würfel und gebe die auch mit rein. Das schaut doch schon sehr lecker aus, ne? Und das ist dann schon unser Frischkäse-Dip. Ja. Den lassen wir jetzt hier mal stehen. Müssen wir dann weitermachen. Und jetzt machen wir unser Bauernbrot. Mhm. Zuerst nehmen wir hier mal eine hervorragend. Auch nicht so fett. Mhm. Das mag ich zum Beispiel bei den Greichern Bratwurst, mache ich das wirklich, wenn die schön durchwachsen sind, aber nicht ganz von Fett triefen. Ja. Und das ist da wirklich schön. Ja. Und ich schneide hier jetzt mal eine Scheibe Brot runter. Johannes, wir müssen jetzt ein Butterbrot schmieren. Mhm. Das kennst du ja noch aus der Jugend. Da dürfen wir auch ein bisschen mehr drauf tun, wie du siehst. Mhm. Und das dürft schon mal schmieren, das bringt Sinn. Ja. In der Zwischenzeit schneide ich deinen herrlichen Schinken ab. Mhm. Meine Oma hat immer nur Streifen geschnitten. Ja. Ich mache aber gern für meine Kinder immer Würfel. Ah, schön. Ja. Ja, wir haben den Hofladen ja auch in so dünne Scheiben aufgeschnitten. Wenn er dann nur ein wenig fester ist, dann kann man ihn in so richtig schöne dünne Scheiben auch aufschneiden. Genau. Und so verkauft man den auch abgebackt und schon fertig. So, und jetzt haben wir ja logischerweise, du hast hier ganz toll ein Butterbrot geschmiert. Ich habe dazu von deinem Schinken Schinkenwürfel gemacht. Mhm. Und wie das in Franken und bei uns halt so ist, belegen wir jetzt das ganz herrlich mit dem Schinkenwürfel. So soll das sein, ja. Das schaut ja richtig und man gut braucht aus. Auch nicht sparen. Mhm. Aber das, was erzähle ich dir, du kennst ja das, wie gut es ist. Für unsere Zuschauer ist es ganz wichtig, dass die immer gesehen haben, wie richtig schönes Schinkenbrot ausschaut. Was ich noch dabei habe, ist ein Rettich, einen frischen Rettich. Der darf bei uns nicht fehlen auf den Vesperbrettern. Und dann habe ich hier so einen Streifenschneider. Mhm. Und diese Streifenschneider, das ist total cool, weil da hat man nämlich mal andere Form von dem Rettich. Jetzt halt aber. Die kann man jetzt hier auf so ein Vesperbrett ganz wild mit drauflegen. Aha. Mag ich zum Beispiel auf dem Rettich, wenn man einfach ein paar Tropfen Oliven mit drauf gibt. Mhm. Und dann sieht so eine wunderschöne fränkische Brotzeit aus. Und wenn du es nicht glaubst, dass der Dip so gut ist. Ja. Probiert haben wir ja noch nicht, ne? Probiert haben wir noch nicht. Dann dippen wir mal. Danke. Johannes, ganz lieben Dank, dass ich bei dir sein durfte und die Steigerwelt der Schwarzerle besser kennengelernt habe und dich. Hat mich sehr gefreut. Vielen lieben Dank und wir sehen uns bestimmt noch öfter. Schön, dass du da warst. Besten Dank. Danke dir. Ja.